Das gab es noch nie in Papenburg. Gleich zwei Grammy-Preisträger kommen am 8. September um 19 Uhr in die Kesselschmiede. Mit dem Amsterdamer Metropolorchester unter der Leitung von Jules Buckley und dem amerikanischen Jazzmusiker Kurt Elling treten die ganz Großen der Big Band und Jazzszene in Papenburg auf. Möglich macht das das Musikfest Bremen zusammen mit der Stadt Papenburg und der Stiftung Nordmetall. Das Musikfest ist nicht nur in der Hansestadt aktiv, sondern veranstaltet auch Konzerte im ganzen Nordwesten. Nun ist es zum ersten Mal in Papenburg mit einem richtigen Kracher. Das Musikfest Bremen natürlich liebend gerne sich spezielle Spielstätten aussucht für auch spezielle Inhalte. Das heißt also auch in diese Kesselschmiede hier in Papenburg einfach einen Ort vorfindet. Ich staune gerade immer wieder über diese wunderbare, auch Herrichtung, diese Architektur für Veranstaltungen. Das ist fantastisch genau für dieses Produkt. Die Überlegung, ein so hochkarätiges Konzert in Papenburg auszurichten, gab es bei der Nordmetall-Stiftung bereits seit längerer Zeit. In der Stiftung versammeln sich die Arbeitgeber der Metallindustrie im gesamten Nordwesten und ihr Ziel ist es, klassische Musik, Jazz und andere Formate an die Betriebsstandorte zu bringen. Darum passe der alte Werftstandort in Papenburg auch besonders gut. Die Meyer-Werft ist Mitglied bei uns im Arbeitgeberverband bei Nordmetall und insofern halten wir es immer für wichtig, dass die Mitarbeiter der einzelnen Werke auch die Gelegenheit haben, zu den Veranstaltungen unserer Stiftung zu kommen. Und das wäre eben hier in Papenburg der Fall. Und außerdem finden wir, es muss nicht immer ein, ich sag mal, angestaubtes Kammerkonzert sein. Der Vorverkauf für das Konzert beginnt ab sofort, unter anderem auch beim Fachbereich Kultur in der Villa Diekhaus. Die Tickets kosten 30 € und ermäßigt 20 €.